Okay, ja, viel Spaß dann. Ja, vielen Dank, Gerd. Vielen Dank für die Vorstellung. Ja, ich begrüße Sie auch recht herzlich zum nächsten Vortrag. Gerd sagt schon, mein Name ist Lutz Engel, komme von der Firma Seidel aus Marburg, bin dort technischer Leiter und will Ihnen heute versuchen, in einer halben Stunde, also sehr knapp, ein bisschen zu erzählen, was in den letzten 4 Jahren bei der Firma Seidel mit der Toyota Cutter, also mit der Cutter von Mike, passiert ist. Aber auch ein bisschen kritisch reflektieren, wo stehen wir heute, nach 4 Jahren, ist ja dann doch schon eine lange Zeit. Und ja, das möchte ich Ihnen heute in einer halben Stunde erzählen. Ich weiß jetzt nicht genau, ist von Diskussion her, wie viel Zeit wir nachher haben für Diskussion. Wie viel Diskussion ist dann im Anschluss oder dann? Dann vor der Kaffeepause. Ja, okay. Ich versuche mich zu beeilen. Ich komme aus dem Siegerland, da redet man ziemlich schnell, also das kann ich ganz gut. Und passt schon. Okay, kurz zur Firma Seidel. Also wir kommen aus Marburg. Wir haben 600 Mitarbeiter und fertigen jeden Tag 2 Millionen Produkte, Kosmetikprodukte, die wir herstellen. Und Produkte, die wir machen, ist zum Beispiel hier ein Tiegel für Estee Lauder oder ist so eine Kugel für Procter & Gamble. Da war ich in Dortmund letztes Jahr, die Frau Hempfen weiß das noch, da hat sie eine Vorlesung gehalten und da war dann ein Student, der sich dann meldet und sagt, oh Herr Engel, Sie machen ja einfache Produkte, das sind ja überhaupt keine Autos. Und da musste der Professor Deuse mir dann helfen und sagte, also unsere Herausforderung ist halt eben, wir haben jeden Tag, oder wir fertigen sehr viele Produkte. Also wir haben 2000 aktuelle Tiegel, Lippenstifte, Mascara-Stifte. Also unsere Herausforderung ist halt eben die hohe Variantenvielfalt, also viele Produkte, die wir herstellen. Sieht man hier mal Bilder, das sind Bilder aus dem Jahr 2006, war gar nicht so schwer, die zu finden. Das ist unser toll, also wir haben 3 Werke, das ist unser neues Werk, seit 2004 in Produktion. Dann sieht man hier rechts eine Stufenpresse, das ist eine Manzoni-Stufenpresse, eine ganz haushohe. Dann sieht man hier unten Montageautomat, dann sieht man hier eine Stufenpressenabteilung, also auch mit 30 Stufenpressen in dem Werk. Und dann frage ich immer, wenn ich einen Vortrag halte, was sieht man hier auf den Bildern nicht, was fehlt auf den Bildern? Genau, also hier fehlen die Mitarbeiter. Und ich sage immer, die Bilder bei uns zu finden war überhaupt nicht schwer. Also sie waren ganz einfach zu finden. Und das zeigt ein bisschen die Denkweise von mir als technischer Leiter der Firma Seidel seit 2001, eben, dass ich sehr technikorientiert war. Und wenn es irgendwelche Probleme gab, dann war ich so, dann habe ich neue Maschinen gekauft. Also war eigentlich so ein Grundsatz, wenn irgendwas kaputt nicht funktionierte, dann wurden neue Montagelinien gekauft oder neue Stufenpresse. Auf der anderen Seite haben wir auch bei der Firma Seidel starken Umsatzwachstum gehabt. Und wie man hier eigentlich schon sieht, und dann war auch so eigentlich die Kurve des Gewinns nicht so ansteigend wie der Umsatz. Und da war im Jahr 2006, da saß ich mit Dr. Ritzenhoff, dem Inhaber, zusammen abends. Und da kann man sich ja vorstellen, als technischer Leiter ist so ein Arbeitstag nicht besonders kurz, also eigentlich sehr lang, von morgens 7:30 bis abends, denke ich, 7:30, 8 damals. Und wir haben wirklich viel gemacht, viel gearbeitet, viel investiert, tolle Werke aufgebaut. Und trotzdem, Andreas Ritzenhoff saß abends mit mir zusammen, sagte, Herr Engel, eigentlich können wir nicht zufrieden sein mit dem, wo wir sind, wo wir heute stehen. Wir machen zwar tolle Sachen, aber letztendlich der Gewinn, der am Monatsende eigentlich gut überbleiben sollte, ist nicht so da, wie er eigentlich da sein sollte. Und dann erzähle ich ganz kurz die Story und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir weiter. Und damals haben wir uns gedacht, jetzt holen wir Berater ins Haus und die helfen uns, wie wir aus der Misere rauskommen, einfach mehr Gewinn zu machen. Und ich erzähle ganz schnell, also wir haben Beraterfirmen reingeholt, die haben bei uns Angebote gemacht, haben sich das alles angeschaut. Und dann hatten wir eine große Firma, die sagte, kam dann im Angebot, stand drin, sie wären in der Lage, uns binnen einem Jahr 1 Million Euro einzusparen. Da kriegt man erstmal große Augen und denkt mal, toll, 1 Million Euro ist eigentlich genau das, was wir haben wollten. Wir haben lange überlegt, haben dann gesagt, okay, wir machen das, wir gehen den Weg mit den Beratern. Die kamen dann auch zu uns in die Firma, wir haben einiges gemacht, einiges verändert, aufgebaut und der Hauptpunkt, den wir machen wollten, war ein Kanban-System. Also sie sagten, wir können euch so viel Geld einsparen, wenn ihr es schafft, eben so einen Cremetiegel nicht in einer Woche herzustellen, also wir brauchen normal so eine Woche dafür, sondern wir machen es in einem Tag, dann können wir so viel Geld einsparen und das können wir hinkriegen, indem wir ein Kanban-System einführen. Da haben wir wirklich lecker abgebaut, wir haben die Maschinen umgestellt, Kanban-Karten, auch heute Morgen wurde gesagt, grüne, rote, also alle möglichen Varianten von Kanban-Karten, Kanban-Tafeln aufgebaut. Wir sind in Produktion gegangen, Punkt war, nach vier Monaten, das Kanban-System hat nicht funktioniert. Die Produktion ist komplett zum Erliegen gekommen. Die Mitarbeiter riefen mich dann an, Herr Engel, Sie müssen nach Frohnhausen kommen, in das Werk. Hier läuft gar nichts mehr. Was war passiert? Jede kleinste Störung am Morgen, Stufenpresse bleibt stehen, entwickelt sich über den Tag weiter, bis letztendlich nachmittags in dem Montagewerk keine Teile mehr zur Verfügung waren.
Gut, da haben wir die Zusammenarbeit eigentlich sofort beendet mit dem Berater. War wirklich so, der Kretzner fuhr dann, ich habe ihn dann angerufen, er fuhr dann mit in das Werk, wir haben uns das angeschaut und wir haben sofort beendet. Da frage ich immer die Frage, was meinen Sie, wie lange es gedauert hat, bis dass die Mitarbeiter wieder normal arbeiten konnten in dem Werk? Ein Tag. Es ist wirklich nach einem Tag. Es ist wirklich so, nach einem Tag hatten die Mitarbeiter alles wieder umgestellt, am nächsten Tag kam ich hin, da haben wir noch versucht, noch, haben wir noch gesagt, bitte die Kanban-Karten, das Kanban-System weiter beibehalten, etwas abgeschwächt und dann waren die Karten, hingen auch erst noch alle da und nach einer Woche waren keine Karten mehr an Bord dran, also war alles komplett verloren. Und das war eigentlich einfach für die Firma Seidelauchen neben dem finanziellen Schaden ein Riesenschaden für uns. Naja, Dr. Hützenhoff war immer noch nicht zufrieden und fuhr dann nach Aachen auf dem Lean Summit. Da ist auch die Story, wo der Mike dann auch da war. Und da war der, ich weiß nicht, ob Womack oder Jones, einer von den beiden ist wohl da gewesen. Und Andreas Ritzenhoff hatte eigentlich genauso, wie ich jetzt hier Ihnen die Story erzählt, hatte dann denen auch die Story erzählt und hatte gefragt, wer kann uns denn helfen? Und dann kam da die Aussage, ja, der Mike Roeder, Sie könnten Kontakt aufbauen zu Mike Roeder. Abends auf der Heimfahrt, Andreas Ritzenhoff rief mich an, das Handy ging bei mir, sagte er, ja, Herr Ritzenhoff, ich, okay. Da fing er an, sagt, ja, Herr Engel, ich muss Ihnen was erzählen, der Mike Roeder kommt. Ich sage, wer ist denn Mike Roeder? Ja, der Mike Roeder kommt nächste Woche hierher, der will uns helfen. Also er hatte so mit ihm gesprochen und das wäre der Einzige, der uns helfen könnte. Da dachte schon, oh Mann, jetzt kommt der nächste Berater, der dann zu uns hinkommt. Und Mike kam dann auch, hat er heute Morgen auch gesagt, er kam zu uns hin und da war wirklich ein ganzer Tag, wir sind morgens losmarschiert durch alle drei Werke. Und der Mike ist auch dann mit Block und Bleistift, hat immer schon gezeigt, was er aufgeschrieben hat. Aber es war so, er hat den ganzen Tag eigentlich gar nichts gesagt. Also war irgendwie so ein Tag, der Mike war da und er hat nichts gesagt. Und damals habe ich noch geraucht und stand mal abends in der Raucherecke. Und der Mike sagte auch dann, hier, ich bin der Mike. Und ich sage, ich bin der Lutz. Obwohl wir es eigentlich nicht so genau, wir kannten es ja noch, damals noch gar nicht, aber ist dann da wohl so. Und da habe ich ihn wirklich gefragt, Mike, warum hast du mir nicht gesagt, was ich hier anders machen kann? Weil typisch wäre ja, der sagt dann, hier zu viele Bestände, hier stehen die Maschinen, unstabile Prozesse, hier kommen die Mitarbeiter nicht aus der Pause. Und dann sagte Mike, wenn ich dir die Lösung heute vorgebe, das war, das hast du heute Morgen auch genauso wiederholt, dass es damals so war, wenn ich dir heute hier sage, was du machen sollst, dann wirst du es tun, also wirst du es einführen bei der Firma Seidel, aber du wirst nach drei Monaten genauso schlau sein wie heute, also er hat nicht schlau gesagt, aber genauso sein wie heute, du wirst dann wieder fragen, wie machen wir jetzt weiter. Und da ist eigentlich genau das Bild geboren, oder eigentlich die, das, was, er, was, was wir in dem Bild abgemalt haben, dass der Mike sagte, wenn ihr auf lange Sicht erfolgreich sein wollt, dann müsst ihr es schaffen, dass jeder Mitarbeiter jeden Tag im Unternehmen jeden Tag einen kleinen Schritt macht. Also nicht, dass der Herr Engel große Schritte macht oder der Dr. Ritzenhoff als Inhaber oder die Werkleiter oder die Meister. Nein, ihr müsst es schaffen, dass jeder Mitarbeiter jeden Tag im Unternehmen einen kleinen Schritt macht. Und auch der Andreas Ritzenhoff, wir hatten uns am vorgestern unterhalten und da sagte er noch, auch Herr Engel, sagte immer noch als Zielzustand, als Ziel, wenn wir es schaffen, von den 650 Mitarbeitern, wenn 400 Leute mitmachen. Wenn wir es schaffen, dass 400 Leute jeden Tag, in jedem Prozess einen kleinen Schritt voranmarschieren. Und dann, damit nicht alle Mitarbeiter, dann haben wir auch gesagt, wir machen dann weiter, also wir machen weiter, damit nicht alle Mitarbeiter kreuz und quer laufen, also jeder hat seine Herausforderung, gibt es einen Nordstern, der steht oben, der Idealzustand. Da gehe ich auch ganz schnell drüber. Ich denke, viele sind ja hier im Lean-Bereich da ziemlich aktiv und kennen eigentlich den Nordstern oder den Idealzustand. Der heißt, besteht aus null Fehler, 100% Wertschöpfung, One Piece Flow und keine gesundheitliche Beeinträchtigung der Menschen. Und den haben wir einfach für die Firma Seidel einfach so übernommen. Wobei wir aber, wie der Mike auch schon sagt, wir haben eigentlich den Fokus nicht auf null Fehler oder 100% Wertschöpfung gelegt, sondern wir haben den Fokus auf One Piece Flow gelegt und sagen, dass legt das für uns aus in der Frage, was möchte der Kunde? Also One Piece Flow heißt, was möchte der Kunde? Also nicht ein Stück herzustellen, also wenn Procter & Gamble 10.000 haben will oder eine Million haben will, bekommt er natürlich auch eine Million, sondern wir fragen immer, was möchte der Kunde? Jetzt kommen wir in die Cutter rein. Das ist ja genau fast das gleiche Bild, was der Mike auch heute Morgen gezeigt hat. Gehe ich einfach mal drüber. Also wir haben es einfach so übernommen. Was ein wichtiger Punkt, vielleicht, den ich noch erwähnen könnte, wäre, dass wir halt eben für uns gesagt haben, die Kata ist ein Bewegungsmuster, eine Routine, die wir täglich üben. Was wir aber auch sagen, dass die Kata eben nicht Körper und Geist synchronisiert, sondern wir sagen, die Kata synchronisiert Mensch, Maschine, Material, Methode und Mitwelt. Jetzt kommen die beiden Katas, die wir für die Firma Seidel wirklich wortwörtlich genauso übernommen haben. Ich bin heute beim Mittagessen gefragt worden, ob wir den Begriff Kata im Unternehmen haben. Ja,
wir haben den Begriff Kata und wir haben auch den Begriff Verbesserungskata und wir haben auch den Begriff Coaching-Kata. Also wir reden nicht über Lean oder Verbesserung, sondern wir reden über Verbesserungskata und Coaching-Kata. Und wichtig auch für uns ist, dass wir einfach die Begriffe genauso gebrauchen. Wir haben damals, wie gesagt, vor 4 Jahren angefangen, einfach die Begriffe genauso gebraucht, wie der Mike die auch geprägt hat, dass wir in der Verbesserungskata immer wieder vor Ort gehen, im Detail den Ist-Zustand erkennen und uns anschauen, dass wir dann einen Zielzustand formulieren, der Richtung Idealzustand geht, und dass wir auch sagen, wann wollen wir vom Ist zum Zielzustand da sein. Also wir beschreiben eine Dauer. Also nicht sagen, wir wollen irgendwann da sein. Nein, wir wollen bei uns ist es üblicherweise 4 Wochen, in 4 Wochen diesen Zielzustand erreicht haben. Also bei längeren Zeiten, da fängt man an, wieder Pläne zu machen. Wir haben gesagt, nein, wir versuchen auf Muster zu kommen, dass wir sagen, von Ist zum Zielzustand in 4 Wochen. Und dann haben wir die PDCA-Zyklen, die uns helfen, jeden Tag zu experimentieren. Das ist eigentlich auch die Folie, die ganze Kata irgendwie prägt, dass wir eigentlich die Fähigkeit des Menschen nutzen, Hindernisse zu erkennen und dass wir jeden Tag versuchen, ein Hindernis abzuarbeiten und somit jeden Tag einen Schritt machen. Also eben die Kata bei uns heißt, jeden Tag an jedem Prozess ein Hindernis abarbeiten und damit einen nächsten Schritt zu machen. Die nächste Kata, auch vom Wort genauso, die bei uns so genauso genutzt wird, ist die Coaching-Kata, das sind die 5 Fragen. Und das ist mir etwas anders als der Gerd. Also wir haben die 5 Fragen nicht nochmal aufgeteilt in 20 Unterfragen, sondern haben wir gesagt, der Einfachheit halber, wir bleiben exakt bei den 5 Fragen. Also wir fragen, wenn wir am Prozess sind, dann fragen wir exakt, was ist der Zielzustand? Wir haben etwa ein bisschen abgewandelt und fragen, was strebst du an? Also was ist die Herausforderung? Aber wir haben sonst keine Unterfragen. Wir fragen dann als nächstes, was ist der Ist-Zustand? Dann, welche Hindernisse halten uns vom Zielzustand ab? Welches Hindernis gehst du als nächstes an? Wie ist der nächste Schritt? Und wann können wir uns das Gelernte anschauen? Und eben genau in der Coaching-Kata sind ja genau die Elemente der Verbesserungskata, also Zielzustand, Ist-Zustand, Hindernisse und nächster Schritt. Und wann können wir es uns anschauen? Eben, wie der Gerd hat gezeigt, eben in einer Stunde oder 2 Stunden. Bei uns ist es so, dass wir im Unternehmen sagen, den nächsten Schritt am nächsten Tag anschauen. Also wir sagen jetzt nicht eine Stunde, an der Stunde bin ich wieder da, sondern bei uns ist eigentlich so der Rhythmus, am nächsten Morgen kann ich mir wieder anschauen, was wir aus dem Schritt gelernt haben. Angefangen haben wir vor 4 Jahren, also nicht in der ganzen Firma, sondern wir haben angefangen bewusst in der Montage, also im letzten Arbeitsschritt des Prozesses. Also Montage ist dann da, wo wir Aluminiumteil, Kunststoffteil und Gewicht zusammenfügen. Also vorher das Eloxieren, das Pressen. Und das ist der Bereich, wo wir angefangen haben mit der Idee, wenn die Hindernisse woanders liegen, beim Eloxieren oder Pressen, dann gehen wir dahin. Also wir fangen den Kunden am nächsten an. Und wenn die Hindernisse woanders liegen, dann gehen wir dorthin. Jetzt habe ich einfach mal ein Beispiel für einen Cutter. Der Mike hat dann irgendwie mal Fusselvortrag genannt oder der Fusselvortrag, weil ein Fussel vorkommt. Ich erzähle einfach mal, also ein Beispiel für eine Cutter. Das ist ein Artikel für Christian Dior, das ist eine Kappe mit einem Kragen, die wird montiert mit einem Kunststoffteil und Gewicht. Jetzt sieht man hier den Start der Verbesserungskutter und der ist bei uns immer am Prozess. Also wenn wir Verbesserungskutter machen, also hier sehen Sie jetzt den Montageprozess im Hintergrund, das ist eine Montagelinie, wo 2 Mitarbeiter dran arbeiten, das wird die Kappe montiert. Dann haben wir hier den Jörg Ullmann, der ist Schichtführer, also er ist verantwortlich für die Produktion. Er ist der verantwortliche Mitarbeiter für die Verbesserungskutter. Und das haben wir uns auch ganz normal, das kann man beim Mike im Internet sich anschauen, also da stehen die Fragen, die wir als erstes beantworten, wenn wir anfangen mit einer Verbesserungskutter. Da geht es um Mitwelt, Material, Maschine, Mitarbeiter, die beantwortet werden. Und aus diesem Beantworten der Fragen ergibt sich ein Ist-Zustand. Das ist also ähnlich wie der Gerd das heute Morgen beschrieben hat. Also wir haben beim Montieren dieser Kappe brauchen wir 3 Mitarbeiter. Der Kragen wird extra montiert. Alle 1,5 Sekunden kommt ein Teil aus der Linie raus. Wir fertigen 200.000 Teile pro Jahr. Das ist die Montagemaschine. Der Mitarbeiter entnimmt die Kappe, packt die Kappe in den Karton ein. Die geht zum nächsten Arbeitsplatz, wird dort montiert mit dem Kragen, zusammengedrückt, wird eingepackt in den Kundenkarton. Da frage ich immer in der Runde, was ist denn hier eine Verbesserung, was ist denn der Zielzustand für diesen Prozess, also der nächste Zielzustand? Eigentlich ganz einfach, genau,
Also eigentlich nicht nochmal separat wegbringen, sondern direkt in die Kiste reintun. Und ich hätte also 1000 Beispiele, die ich als Vortrag halten könnte mit der Verbesserungskarte. Ich habe bewusst dieses Beispiel genommen, um einfach mal zu zeigen, was hier spannend dran ist, gerade an diesem Beispiel. Also diese Kappe, die haben wir das erste Mal im Jahr 2004 gefertigt für Christian Dior. Und da war der Herr Kuhlmann von der Firma Vicus, der war auch bei uns im Unternehmen und hat den Vortrag gehalten. Und da fragte der Dr. Kuhlmann mich: Herr Engel, warum haben die Mitarbeiter, warum fertigen denn diese Kappe mit dem Kragen denn über 4 Jahre lang genau nach diesem Muster, also wie ich das eben gezeigt habe. Also genau nach diesem Muster hier. Und da habe ich mal recherchiert, warum das so ist, und habe dann erfahren, dass wir im Jahr 2004 das neue Werk aufgemacht haben, oder nicht erfahren, sondern dass das neue Werk aufgemacht haben. Und wir hatten damals Probleme, mit der schwarzen Farbe zu eloxieren. Also damals hatten wir das Problem, die Farbe war zu blaustichig. Da war im Jahr 2004, hatten wir festgelegt, wir wollen das Teil, bevor wir es montieren mit dem Kragen, erst kontrollieren, dann zusammendrücken und einpacken. Also war es im Prinzip hier, dass über 4 Jahre lang der Montageprozess sich nicht verändert hat. Also der Artikel war über 4 Jahre lang genauso vom Ablauf her gewesen, wie es hier beschrieben war, also keine kontinuierliche Verbesserung. Und dann auch in der Führung, als technischer Leiter, wenn Sie in der Denkweise sind, Sie können alle Prozesse verbessern und Sie können sagen, wie die Mitarbeiter arbeiten. Welche Chance habe ich, bei so einem Prozess, den zu finden im Werk? Die Montagemaschine macht 60.000 Teile am Tag. Bei 200.000 Teile im Jahr läuft die Montagemaschine 3 Tage. Also die Wahrscheinlichkeit, ich müsste im Jahr da sein, um diesen Prozess zu finden, damit wir den verbessern. Das heißt, es geht gar nicht hier drum, ob das Beispiel jetzt ganz einfach oder simpel ist, sondern es geht darum, um die Menschen, eben den Herrn Ullmann, dass er erkannt hat, dass der Prozess nicht so läuft, wie er laufen könnte, und dass er genau diese Verbesserungskarte macht. Also er hat den Zielzustand formuliert. Jetzt kommen die PDCA-Zyklen, die wir dann wirklich bei uns auch so beschreiben. Das heißt dann Plan, Do, Check, Act, vom Ist zum Zielzustand. Das kommt eigentlich der Fusselvortrag. Die Mitarbeiter, als erstes Experiment war, dass der Herr Ullmann gesagt hat, wir wollen die Teile zusammenmontieren mit Hand. Dann haben sie PDCA festgestellt, wir hatten einen Fussel im Teil und mussten die Teile nacharbeiten. Und da will ich einfach auch mal ein Beispiel geben, wie schwer es im Unternehmen ist, irgendetwas zu verändern. Und damals rief mich der QN-Leiter an und sagte: Herr Engel, die haben hier das Teil neu montiert, jetzt nicht mehr separat, sondern sie haben es an der Linie montiert und alle Teile sind Ausschuss. Wir müssen sofort wieder umstellen auf die alte Vorgehensweise, wie es vorher war. Also einfach nur so ein einfaches Umsetzen, wie schwer das im Unternehmen ist, es zu schaffen. Und da habe ich dem QN-Leiter gesagt, bitte lassen Sie die Mitarbeiter machen, sie haben hier Fehler gemacht, aber die machen weitere PDCAs. Also auch das, was wir eben sagten, die Mitarbeiter können ruhig Fehler machen, weil dann lernen wir. Dann kam der nächste PDCA-Kreis mit den puzzelfreien Handschuhen, haben sie sich besorgt. Dann haben sie festgestellt, da waren Abdrücke in der Hand drin. Dann haben sie mit den Abdrücken festgestellt. Geht er nicht mehr? Akku stand leer. Gerd, dein Laptop. Ja, hier war Netzkabel, irgendwie Strom. Geht jetzt wieder? Der war irgendwie. Warte hier. Ja, ist weg, ja. Ja, hier läuft. Wir könnten jetzt andere Maßnahmen einführen. Ja, genau. Du musst jetzt erzählen. Genau. Mach ich gar nicht, warte jetzt.
Vielleicht erzähle ich einmal ganz kurz weiter. Also dann war die eigentlich der nächste PDCA-Kreis. Der Mitarbeiter hat dann Abdrücke in der Hand gehabt. Da hat sich der Schichtführer überlegt, am Ende der Montagelinie eine Handhebelpresse hinzustellen, wo er die Teile im Prinzip zusammendrückt, also mit einer Handhebelpresse. Und dann einfach auch mal eine Verhaltensweise. Wenn ich früher als technischer Leiter eine Montagemaschine erlebt hätte, die 500.000 Euro kostet, also wirklich, wie Sie eben gesehen haben auf den Bildern, und dann stellt irgendjemand da ans Ende der Linie eine Handhebelpresse, dann hätten Sie, also ich sage mal, im Ziegelland sagt man, eine Krise gekriegt, dann hätte ich echt eine Krise gekriegt. Dann hätte ich gesagt, sofort die Handhebelpresse weg, wir müssen einen Sondermaschinenbauer zusammenholen, müssen überlegen, wie können wir die Teile montieren. Heute, ich habe mich geändert, wenn die Mitarbeiter experimentieren wollen, dann können die Mitarbeiter experimentieren und wir können dann nachher eine richtige Lösung finden, aber erstmal. Danke. Aber erstmal können die Mitarbeiter einfach starten, eben auch mit, so einfach, mit einer einfachen Handhebelpresse. Dann haben sie PDCA weitergemacht und haben festgestellt, dass sie jetzt 1,7 Sekunden brauchen, um die Teile zu montieren. Und das ist auch ein Punkt, der von der Führung her eine Bedeutung hat. Jetzt kommt eigentlich das Coaching ins Spiel, also warum wir Coaching brauchen. Hier war es so, der Schichtführer sagte, 1,7 Sekunden sind doch okay. Also 1,7 Sekunden. Nein, wir wollten aber im Zielzustand alle 1,5 Sekunden einen Teil montieren. Und dann kommt das Coaching. Und dann sieht man einfach mal ein Bild. Das ist jetzt ein Coaching-Cutter. Also hier ist der Herr Römer, das ist der Meister. Das ist der Herr Ullmann, das ist der Schichtführer. Und die machen jetzt einen Coaching-Cutter, stellen die 5 Fragen. Und jetzt erfährt der Meister, dass wir ja alle 1,5, hier ist der Zielzustand, alle 1,5 Sekunden einen Teil wollen. Jetzt wird Coaching wichtig. Weil der Schichtführer würde sonst ein Hindernis übergehen. Also er würde eben sagen, ist ja okay. Nein, wir müssen noch dran arbeiten, wir sind noch nicht da, wir haben es noch nicht geschafft. Also wir brauchen alle 1,5 Sekunden ein Teil. Und dann kam das nächste PDCA, jetzt haben sie so einen Pappturm gebaut, also wo im Prinzip dann die Kragen mit der Handhebelpresse ganz nah zugeführt werden, damit die Teile schneller montiert werden können. Da können Sie sich ja vorstellen, wenn früher so ein Pappturm, also erst eine Handhebelpresse, dann auch so ein Pappturm da gewesen wäre, also wäre noch schlimmer gewesen. PDCA zu Ende, noch nicht ganz abgeschlossen. Abgeschlossen haben wir es dann, als wir den Turm letztendlich aus Plexiglas gebaut haben und er dann so, wie er jetzt hier oben dargestellt ist, dasteht. Jetzt kommt eigentlich die Cutter, oder erstmal der Zielzustand. Ist auch eine Entwicklung bei uns, dass wir, also der Zielzustand bei uns sieht etwas anders aus, als der Gerd beschrieben hat. Also wir haben nicht nur Zahlen drin, sondern wir beschreiben, also das ist jetzt so ein Beispiel für den Zielzustand. Da oben stehen Kennzahlen, Werte, die man messen kann. Dann stehen hier Tätigkeiten drin. Dann ist hier ein Bild abgemalt, wie der Arbeitsplatz gestaltet sein soll. Dann ist das Material beschrieben, wie das Material an den Prozess kommt, wo das Material steht. Also bei uns ist ein Zielzustand eine Kombination aus einmal Zahlen, aber auch Text. Also wo wir auch dann einzelne Tätigkeiten beschreiben. Ein Muster, wie der Prozess ablaufen soll. Und man sieht auch hier, es ähnelt ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht, der Richter, von Toyota, die haben so Standards, heißt das bei denen, so Standardspapier, könnte vielleicht sogar so ein Standardpapier sein von Toyota. So ähnlich sehen die auch, glaube ich, aus. Ne? Ja. Jetzt ist aber so, es ist bei uns kein Standard, deswegen ist das Begriff wird bei uns gar nicht gebraucht, sondern wir sagen bewusst Zielzustand, wir haben den Zielzustand erreicht und was jetzt? Jetzt könnte man sagen, Standard, hey, wir arbeiten so weiter. Nein, wir arbeiten nicht weiter. Kontinuierliche Verbesserung, nächster Schritt, einen neuen Zielzustand. Das war das, was wir vor 2 Jahren, das war in 2001 der Verbesserungscutter. Damals haben die mit den Mitarbeitern oder die Arbeitsplatz zusammengepackt, aus 3 Mitarbeitern 2 Mitarbeiter. Dann haben sie den Mitarbeitern einen neuen Zielzustand formuliert. Da haben sie alles Material vom Montageprozess weggebracht und so weiter. Ich zeige Ihnen nachher mal ein paar Storys, also wie sich die Montage bei uns in den letzten Jahren verändert hat mit den Zielzuständen. Hier sieht man jetzt mal so ein bisschen aus der Praxis raus, wie bei uns die Organisation aufgebaut ist. Also wir haben oben den Montageprozess. Es ist aber auch egal, ob es ein Eloxalprozess ist oder ein Stufenpressenprozess. Also oben, wo ein Mitarbeiter arbeitet. Dann haben wir den Schichtführer, der die Verbesserungskarte macht. Den Instrumenten, Klemmbrett und Stoppuhr. Dann haben wir die Coaching-Karte am Prozess. Also bei uns ist an jedem Prozess haben wir so eine Tafel, die genauso aufgebaut ist mit den Elementen der Karte. Also hier ist immer Zielzustand links oben in der Ecke. Immer in der Mitte Istzustand und Hindernisse. Und ganz rechts werden neue Hypothesen, also neue nächste Schritte formuliert. Also alle Tafeln, die wir an den Prozessen haben, sehen überall gleich aus. Auch egal, im Eloxalprozess oder Stufenpressenprozess, wir haben genau diese Tafel immer gleich aufgebaut. Vom Ablauf her ist so, dass die Verbesserungscutter, wir machen sie einmal am Tag, also jeden Tag einen Schritt. Die Coaching-Cutter wird immer morgens bis 8 Uhr gemacht, macht der Meister mit dem Schichtführer.
Und ab 8:45 geht der Werkleiter mit seinem Meister durch die Prozesse durch. Und die haben vorher nochmal eine Kata, wo alle Meister zusammenkommen, morgens um 8 Uhr. Also ist eigentlich so eine Folge von Informationen. Und wir bewegen uns aber ab 7:45 am Prozess. Also ab 7:45 morgens ist der Werkleiter mit seinem Meister am Prozess. Und meine Rolle als technischer Leiter in den drei Werken hat sich auch verändert, indem ich früher bin ich also eigentlich voranmarschiert und alles hinter mir hergelaufen und ich habe dann gesagt, wie gearbeitet wird. Also wirklich so, was bei mir geblieben ist aus der Vergangenheit. Und wenn ich heute da bin, dann, das war kein ganz so schönes Bild, davon sieht nicht so blöd aus, aber egal, wenn ich heute da bin, dann reflektiere ich, wie der Werkleiter mit seinem Meister Coaching macht. Und auch so ein Beispiel, der Mike kennt den Jörg Scheidemann auch ganz gut. Und der ist auch ziemlich tough, der Jörg Scheidemann. Wenn ich dann mal irgendwie da Einspruch nehme und sage, hier Jörg, ich würde es aber so und so machen oder ich mache es so, dann sagt der Jörg, bist du hier Werkleiter oder ich? Also ist dann wirklich so eine ganz klare Rollenverteilung. Also ich reflektiere, wie die beiden miteinander umgehen und sage nicht, wie die ihren Prozess zu machen haben. Genau, also sie haben unterschiedliche Themen. Also der Meister geht an allen Prozessen vorbei. Also der Meister macht in seiner Coaching-Routine, besucht er alle Prozesse. Der Werkleiter und der Meister, die gehen nur an die kritischen Prozesse. Also sie haben nochmal, also sie treffen sich um 8 Uhr und dann berichten alle Meister, das sind dann alle 5 Meister des Werkes zusammen und berichten über ihre Abweichungen. Und dann, wenn der Meister keinen nächsten Schritt formuliert hat, dann geht der Jörg Scheidemann, also heute, also das war früher auch nicht so, also heute geht er nur an die kritischen Prozesse. Und dann, also arbeitet im Prinzip mit dem Meister an dem Prozess. Also nicht an allen Prozessen, sondern an den kritischen Prozessen. Und der Anfang war so, auch manchmal dann auch eine komische Szenarien, dann hast du nebenbei so einen Krisenprozess und du stehst dann irgendwo und machst eine Coaching-Karte am Prozess, der eigentlich keine Krise ist. Aber um es zu üben, muss man manchmal durch. Also es ist zwar nebenan eine Krise, du stehst an dem Prozess, machst eine Coaching-Karte, aber du musst es üben, einfach um das Muster zu trainieren. Und heute sind die dann eher an dem Prozess, wo die Krise auch dann ist. Also dann wird eine Coaching-Karte gemacht an dem Prozess. Das ist auch so, wenn die Coaching-Karte und der Mentee beantwortet die 5 Fragen, er beantwortet die 5 Fragen, dann sind wir auch ganz schnell an dem Prozess weg, weil ich brauche nicht dem Meister an den Prozess reinzureden, wenn er den nächsten Schritt formuliert hat. Also auch wenn ein Kind ein Stück ein Klavier spielt oder wenn ich Posaune spiele und ich hab keinen Fehler gemacht, dann braucht mir nicht der Lehrer zu sagen, spiel nochmal, dann kann ich weiterspielen. Oder wenn ich selber einen Fehler erkenne und fange nochmal vorne an beim Spielen, dann braucht mir nicht der Lehrer zu sagen, hier, du hast falsch gemacht, du hast den Fehler übergangen. Also so ist es auch, wenn wir die 5 Fragen stellen und die 5 Fragen, wir enden mit einem nächsten Schritt, dann sind wir weg vom Prozess. Aber was haben wir da? Da würden wir Zeit verschwenden. Macht zwar Spaß am Montageprozess zu sein, aber warum sollte ich dann da sein? Genau, das ist einfach so vom Bild her, dass wir uns immer von der Führung her strukturiert haben. Wir machen morgens kurze Coaching-Zyklen, um möglichst viel Informationen zu bekommen. Und wenn es dann Prozesse gibt, wo wir keinen nächsten Schritt haben und nächster Schritt schwer ist, dann sind wir halt eben von der Führung, dann nehmen wir uns mehr Zeit und vereinbaren einen separaten Termin. Aber wie gesagt, Coaching, wie der Mike auch eben sagte, wir wollen erkennen, wo steht der Prozess und wo ist der Mentee. Das ist eigentlich auch wie wir uns als Firma Seidel, wie wir angefangen haben. Das war eigentlich genau, jetzt ist immer ein bisschen so, wie geht man vor. Das war eigentlich das, was der Mike, als er bei unserem ersten Besuch bei der Firma Seidel war. Wir haben damals Bewusstsein trainiert, also eigentlich das bisschen so, was wir heute hier machen, versuchen zu machen, einfach Bewusstsein für kontinuierliche Verbesserungen zu schaffen. Und dann fängt eigentlich so, das ist ein Tagesworkshop, vielleicht eine Stunde oder 2 Stunden, da kann man Bewusstsein schaffen. Dann fängt aber eigentlich die Arbeit an, dann muss man. Und das ist auch meine Rolle, die sich da verändert hat, dass ich mit den Mitarbeitern gemeinsam am Prozess die Verbesserungskata übe, dass wir im Unternehmen alle die Coaching-Kata üben, eben immer die 5 Fragen zu stellen und dass wir dann unser eigenes System entwickeln. Also nicht von den Beratern, die damals da waren, so ein Kanban-System übergestülpt haben. Nein, wir gehen so vor, dass wir Bewusstsein trainieren, Verbesserungskata gemeinsam üben, Coaching-Kata üben und dann unser eigenes System entwickeln. Und dann ist das eigene System eigentlich keine Lösung, sondern es sind einfach Stories von Menschen, die etwas entwickelt haben oder experimentiert haben und einfach eine Story erzählen können, wie sie den Prozess verändert haben. Genau, das ist oben noch ein Bild von 2007, wo Mike das erste Mal bei uns war. Erste Bewusstseinstraining, hinten hängt ein Maßnahmenplan, dann Zielzustand, Target Condition. Genau, meine Rolle als technischer Leiter. Heute bin ich Trainer, also nicht ganz Kata-Botschafter, aber Trainer für die Kata im Unternehmen.
Also mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Schulungen ich gehalten habe, wo ich dann die Mitarbeiter, Maschinenbediener, Schichtführer, Meister, Werkleiter trainiere. Auch externe Trainings gemacht haben, Berufsbildungszentrum. Und einfach nur, wenn man sieht, so eine Kata, auch wenn ich jetzt einfach so ein Unternehmen mal außen vor lasse, so kann ich doch sagen, dass die Kata für mich als Person zumindest weiterentwickelt hat. Weil vor 4 Jahren hätte ich mich nicht hier hingestellt und hätte einen Vortrag gehalten. Also irgendwie, man entwickelt sich als Mensch auch weiter. Man erkennt irgendwas, man erkennt eine Methode. Man weiß, wie man auf einmal mit Menschen umgehen kann, sich verändern kann, also wird selbstbewusster. Und vielleicht auch ein bisschen eine Story von mir, nicht nur der Firma Science, sondern auch eine Story von der Person, die sich verändert. Genau, also einfach eine Rolle von mir auch, gemeinsam zu experimentieren, wenn ich im Berg bin, dann auch mal mit am Prozess zu gehen, zu schauen. Aber wie gesagt, man sieht auch hier, wir schauen auf den Prozess. Aber ich bin jetzt nicht der dann irgendwo rumschraubt, sondern ich beobachte mit. Und das ist der Prozess von dem Herrn Ullmann, von dem Schichtführer. Genau, dann halt eben Coaching lernen. Zusammengefasst eigentlich die Rolle der Führungskraft, die sich bei uns geändert hat, dahingehend, dass wir Bewusstsein schaffen für kontinuierliche Verbesserung, dass wir Verbesserungskader trainieren und üben, mit der Coaching-Kader reflektieren und dass wir als Führungskräfte immer wieder inspirieren für neue Erfahrungen. Das ist auch das heute. Wir können Ihnen heute keine Lösung geben, vorgeben mit Verbesserungskader und Coaching-Kader, aber vielleicht können wir Sie inspirieren für neue Erfahrungen, die man dann machen kann. Jetzt kommen eigentlich Lösungen, die ich zeige, aber es sollen keine Lösungen sein, sondern es sollen einfach nur Storys sein. Also wir haben uns in den 4 Jahren sehr lange beschäftigt mit stabilen Prozessen. Also als der Mike das erste Mal da war, da haben wir uns nicht um Ergonomie oder Arbeitsplätze oder Abläufe gekümmert, sondern da ging es einfach nur darum, stabile Prozesse zu generieren. Wir haben sehr lange geübt, also Coaching geübt, also wirklich die 5 Fragen zu stellen. Wir haben uns ausführlich mit Materialwirtschaft beschäftigt. Und das ist auch da oben so eine Lösung, die man da sieht, so ein Wagen, der Material fährt. Ist aber eine schöne Story, dass ein Mitarbeiter, ein Maschinenbediener, der Herr Hildis, diesen Wagen entwickelt hat, genauso wie ein Seidel braucht. Also ein Materialwagen, der alle Materialien aufnehmen kann, die ich alle halbe Stunde für die Montagelinie brauche. Dann, wir haben uns Themen mit schnellen Rüsten beschäftigt. Aber auch da muss ich sagen, wir haben eine Phase des leichten Wirtschaftsrückgangs erlebt. Also 10% Rückgang hatten wir. Da sage ich immer, da hätte man ja auch viel machen können in der Zeit, aber wenn man in so einer Zeit schnelles Rüsten macht, baut eine Maschine schnell rum, die danach steht, weil es kein Auftrag drauf ist, dann bringt das irgendwie nichts. Und dann merkt man halt eben bei uns auch, dass man über die Kata eine Fähigkeit erzeugt, sich an veränderte Verhältnisse anzupassen und dass ich eben dann schnelles Rüsten mache, wenn ich es brauche. Und dann die Menschen sehr schnell in der Lage sind, es machen zu können. Eben letztes Jahr, als der Aufschwung kam. Gut, dann haben wir mit Fabrikplanung uns lange beschäftigt, wir haben Linien aufgebaut, uns mit Ergonomie, Arbeitsplätzen beschäftigt. Das ist auch so einfach zum Beispiel, wie heute die Tafeln aussehen. Wir haben die Mitarbeiter mittlerweile jetzt Fotos eingebunden in die Zielzustände. Auch das ein bisschen, also mittlerweile sind die Zielzustände viel ausführlicher noch geworden, die das beschreiben. Auch hier ein schönes Beispiel ist der Herr Fett, ist auch Schichtführer. Und der steht hier bei der Montagelinie. Da ging es darum, wir mussten eine neue Montage, da haben wir so ein neues Produkt für Putsch. Das ist so eine große Flasche, die mit einer Aluminiumschale verkleidet wird. Und da wollten wir eine neue Montagemaschine bauen oder projektieren. Und da kam der Sondermaschinenbauer, kam ins Werk und wollte mit mir im Büro die Montagemaschine durchplanen. Und da habe ich dem Werkleiter gesagt, nee, machen wir es so nicht. Wer ist denn heute als Schichtführer da? Und da sagte der, ja, der Herr Fett ist da. Und da habe ich gesagt, komm Jörg, wir gehen also zu dem Sondermaschinenbauer, wir gehen raus und gehen gemeinsam mit dem Herrn Fett durch, wie er die Maschine projektieren würde. Und da hat uns der Herr Fett, der Schichtführer, in einer Stunde erzählt, wie die Maschine sein sollte. Also mit schnellen Rüsten, mit so einem elektronischen Rad, wo er von überall die Maschine bedienen kann, mit Schnellwechselsystemen. Und hat er im Prinzip dann genau die Maschine generiert. Also auch eine Fähigkeit, die wir weiterentwickelt haben. Und Mensch sind wir dabei, da war auf dem letzten Besuch, da ist auch irgendwo der Emil van Ees noch drauf, der ist ja auch heute hier auf dem Bild. Da haben wir angefangen, mit der Coaching-Kata auch Wertströme zu führen. Also nicht nur einzelne Prozesse, sondern im Prinzip auch mit der Coaching-Kata dann Prozesse oder Schleifen zu führen. Das wäre vielleicht mal eine Sache für das nächste Mal, wenn wir vielleicht nochmal so einen Kata-Tag machen würden. Vielleicht könnte dann Dr. Hützenhoff einladen, vielleicht kann der dann die Story nochmal erzählen, wie er im Vertrieb mit der Kata eigentlich neue Produkte entwickelt. Also er macht mit der Kata im Vertrieb, ist er dabei mit seinen Mitarbeitern, die Firma Seidel weiterzuentwickeln. Das ist einfach nur ein Beispiel der Firma Seidel. Das haben wir vom Gerd mal irgendwo gehört. Der Gerd sagt, du hast mal immer gesagt, von Festool, was will der Kunde? Mit dem Loch, glaube ich, mit dem Bohren irgendwie. Das haben wir uns eigentlich übernommen. Also wenn man den One Piece Flow hat, und ich zeige einfach mal so einen Cremetiegel.
Und ich frage jetzt, also Idealzustand, One Piece Flow, was möchte der Kunde? Wenn ich das zeige. Genau, der will nicht den Cremetiegel, sondern will die Creme haben. Und wir haben uns vom Vertrieb auch da anleiten lassen und haben einen eigenen Cremetiegel entwickelt. Also das ist jetzt ein eigenes Design der Firma Seidel. Und wir haben eine eigene Creme herstellen lassen. Und wir waren auf einer Kosmetikmesse, das sieht man oben, das ist dann der Cremetiegel. Und haben auf einer Kosmetikmesse den Cremetiegel ausgestellt mit der eigenen Creme. Und das könnte jeder sagen, oh Mann, das hat ja Konkurrenz von euren Kunden. Und da kann ich nur sagen, da war Dr. Retzhoff erzählt immer eine Story, da hat er dann an dem Messestand gestanden und da war Procter & Gamble da in einer großen Delegation vorbeigekommen und hat gedacht, oh Mann, was passiert jetzt? Und da waren die aber an den Stand gekommen, hatten sich alles angeschaut und hatten ihm gratuliert zu dem Schritt, eben dem One Piece Flow näher zu gehen, eben auch eigene Kosmetik anzubieten. Da haben wir aber erstmal, dann haben wir dann weiter recherchiert mit Kosmetik und das ist kein einfacher Markt, weil wir bei Cremes das Problem eigentlich haben, es gibt sehr, sehr hochwertige Cremes, die sehr billige Komponenten haben und sehr billige Cremes, die sehr hochwertige Komponenten haben. Und da haben wir erstmal gesagt, das ist nicht unser Kerngeschäft, also da sind wir erstmal etwas vorsichtiger. Aber wir haben experimentiert und dann haben wir weitergesehen, ja, es gibt einen Riesenmarkt Ambiente, da haben wir angefangen, eigene Teelichthalter tief zu ziehen und zu montieren. Haben dann wieder auf den Messen gelernt, es gibt einen großen Markt an Raumduft und haben dann angefangen, Raumduftsysteme aufzubauen. Im Moment sind wir dabei, ist Dr. Retzhoff dabei. Wir haben so einen Lippenstift, der besteht aus zwei Tuben, also sind zwei Farben drin. Und ich kann an dem Lippenstift 7 verschiedene Farbkombinationen einstellen. Also im Prinzip den Lippenstift über 7, kann mit einem Lippenstift 7 Farben erzeugen. Und da sind wir dabei, verschiedene Applikationen zu machen und versuchen dann also eigenen Lippenstift auf den Markt zu bringen. Ja, genau. Also, genau, das ist im Moment halt eben dabei, vielleicht gleich einfach mal Thema für den nächsten Katertag, einfach mal aus dem, zum Beispiel Vertrieb, mal einfach, dass sogar jetzt noch mal seine Story erzählt, aus dem Vertrieb raus. Gut, aber gesagt, ist nicht meine Story, einfach nur so ein paar Inspirationen vielleicht geben zum One Piece Flow. Wenn ich heute reflektieren würde, wie gesagt, ich bin für die Produktion verantwortlich, Dr. Retzhoff macht ja Vertrieb und Marketing und wir haben auch andere Verantwortliche im Vertrieb, im Werk drin, dann, wo ich heute stehe, nach 4 Jahren, muss ich sagen, ich habe also eine Montage, wo man wirklich sagen kann, Respekt, also sich echt verändert hat in den letzten Jahren, also wo man dann wirklich sagen kann, auch wenn dann Besucher da sind, toll. Wir haben Eloxal-Bereich, da haben wir viel experimentiert, nicht so sichtbar wie im Montagebereich, Stufenpresse fehlt mir noch, also da sind wir im Moment dabei, auch in den Bereich reinzugehen, das heißt, wir wollen weiterhin immer mehr Mitarbeiter und immer mehr Prozesse generieren und wir halten also voll fest an der Cutter nach 4 Jahren. Ja, und da gehe ich schnell drüber, Zerfallen von Prozessen, einfach wo wir die Cutter machen müssen. Also wenn man so irgend so ein Jahres, also wir jetzt keinen Toyota verkaufen, irgendwo die Natur stellen würde, dann würde er zerfallen. Also er würde nicht kaputt gehen, aber nicht die Form ändern, aber er würde zerfallen. Und das ist eigentlich, was wir mit der Cutter auch mal getestet haben. Wir haben einen Montageprozess uns angeschaut, der immer mit 1500 Teilen montiert und gearbeitet hat. Dann haben wir die Verbesserungscutter gemacht, haben den Prozess verbessert als Projekt, sind eine Woche immer hingegangen, haben geschaut, wie der Prozess läuft. Und dann sieht man hier auf einem ganz hohen Niveau. Und dann habe ich bewusst gesagt, so, und jetzt gehen wir nicht mal in den Montageprozess hin. Wir lassen ihn einfach mal so in Ruhe arbeiten, wie er arbeitet. Und dann haben wir nach 2 Wochen uns einfach die Schichtmengen mal angeschaut. Und dann sieht man hier, dass die Schichtmengen nach 2 Wochen noch schlechter waren, als sie vorher waren. Einfach nur mal so ein Beispiel aus der Praxis, dass wenn wir es nicht tun, den Prozess nicht verbessern, dass wir dann eben zurückfallen. Einfach so als Ansporn für die Verbesserungskarte. Also für alle, die Cutter machen, die machen ja Cutter, ist ja okay, ich denke, wir werden alle weitermachen. Für die, die keine Cutter machen und vielleicht heute doch hier waren, um die Cutter kennenzulernen, einfach nur als Tipp, vielleicht einfach, wenn Sie nach Hause gehen, gehen Sie einfach mal die 5 Fragen durch, was Sie hindert, die Cutter zu tun. Und dann vielleicht den nächsten Schritt formulieren. Und dann kann ich einfach zum Abschluss nur sagen, willkommen in der Cutter und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.